So, herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme. Ni no Kuni. Ja, wir sind das letzte Mal stehen geblieben. Bei dem Kerzengedöns. Was aber nicht schlimm ist. Nur ich habe jetzt festgestellt, ich hätte den jetzt noch nicht entwickeln sollen. Der ist ja erst Stufe 6. Da reißt der doch noch gar nichts. Oh, warte mal. Wir können mal... ...200 LP... Okay, das haut nicht hin. Ah, schade. Ich dachte, wir hätten uns vielleicht ein paar krasse Waffen. Nein, ein paar Heil-Items machen können. So für MP wieder heilen. Aber gut, wir wissen ja jetzt, dass der Lichtspeer directly mal Schaden macht. Gut Schaden macht. Wollen wir mal gucken, ob wir den jetzt hinkriegen. Das überspringen wir. Einfach mal so. Und dann starten wir mit einem Lichtpfeil. Ah, weg hier. Verdammt, was war das nochmal? Achso, das Feuergedöns. Gut, dass ich mich verteidigt habe. Au, au! Das ist saumäßig doof. Komm schon! Ah. Na gut, das zieht nicht viel ab. Buß egal. Ja, weiß ich doch. Ha! Erwischt! What? Ach so. Okay. Alle angreifen. Los. Los. Ah. Ah. Meins. Ah. Sehr gut. Klingenwirbel. Los geht's. Ha. Sehr geil. Und Pulalamus hat auch noch. Nee, Yoshi, Entschuldigung. Pulalamus hat er, macht er jetzt gerade. Yoshi hat auch noch. Ah, verteidigen! Ach, Urschrei kommt vorher dran. Okay. Das hat auch nochmal 200 Schaden. Alter, das Drecksviech. Hatte mal. Fett krass HP, ey. Oh oh. Ah, nein! Na, Verdunkelung macht mich langsam. Aber es macht zumindest mal keinen Schaden. Aber es macht mich extrem langsam. Komm schon. Komm schon. Okay, einmal geht noch. Jetzt müssen wir alle mal draufhauen. Bitte. Ah. Gut, Bu macht nicht viel Schaden. Nee, wir müssen alle nochmal draufhauen. Der hat fast keine HP mehr. Kommt schon, Leute. Den kriegen wir platt. Schnell. Schnell. Bitte. Jawohl. Geil, Mann. Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich die Endgegner beim ersten Mal, dass ich da grundsätzlich verrecke. Und vielleicht auch beim zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Mal. Gut, hier war es jetzt beim zweiten Mal geschafft. Boah, von Stufe 6 auf Stufe 12 rauf. Also nicht der. Nein, der auch nicht. Nein, die auch nicht. Ja, von Stufe 6 auf Stufe 12. Geil. Von 4 auf 9. Auch geil. 31. Schwärzeschuss. Felssturz. Sollte ich vielleicht auch mal. Ach, ich bin so schlecht in so. Ich kümmere mich viel zu wenig um die. What?
is it? He doesn't know what to give up! Hey? Huh? Huh? Aha, der kann doch schon. Die Sau. Markazan! Warum hat er das nicht gleich gemacht, wenn das für den so einfach ist? Krass. Mackerson, dieser Zauber! Hast du... Ja. Du hast es geschafft, Mackerson. Du hast ihn erledigt. Das war fantastisch. Danke, Gascon. Mackerson, du hast uns gerettet. Danke. Ach, nicht der Rede wert. Jetzt aber schnell holen wir uns Morgenstern. Recht hat er. Komm schon, Olli. Ab zum Altar. Ist das der Altar? Möglich. Möglich. The legendary wand must be in here. Ich hoffe. Oh yeah. Das sieht doch mal geil aus. Mit Smiley Face obendran. Look at that! What a beauty! It may be older than my mom, but it's still got a bucket load of oomph. So that's my mama. Morningstar. Der Zauberstab ist so alt, der ist älter als meine Mama. Who are you? I am one who guides the fate of this world. And yes, it was I who summoned you here to this time. Ah. Huh? I had scant choice but to bring you here. For in your time, Mornstar has been mislaid. For my boldness, you must accept my apologies. Know that countless trials lie ahead of you still. Steel yourselves and fix your sights upon your goal. Until the day when you finally arrive, I shall be waiting. Ist der auf meiner Seite? Ich dachte, der gehört zu dem Bösen. Aber wir haben Morgenstern. Geil! Oh yeah! Oh, Zeitsprung. Sehr gut. Zeitsprung, hm? Dann ist an den Gerüchten, was hier aus der Zukunft kommt, wohl was Wahres dran. Ich habe allerdings noch nie zuvor maskierte Zauberer in Schweinfurt gesehen. Du, Mackerson? Nein, noch nie. Lasst uns erstmal nach Schweinfurt zurückkehren, Oliver. Wir müssen die Prinzen zurück zu ihrem Vater bringen. Ja. Bist du in Ordnung, Gascon? Bist du? Nicht ist das? Naja. Alter, der hat uns gerade den Arsch gerettet. Der muss gut drauf sein. Oh, was ist das? Ah, Portal. Reiseportal. Sehr gut. Ja, bitte. Einmal schnell. Zurück. Muss ich den Weg nicht zurücklaufen. So. Los, weg hier. Ja, wir haben... Sehr geil. Morgenstern. Freut mich. Bin ich mal gespannt, wann wir endlich wieder in unsere Zeit zurückkommen. Wir haben noch ein paar Quests zu machen. Wo ich sehr neugierig bin. Hier komme ich wieder nicht durch, ne? Nee. Wo bin ich denn? Ah, ja, natürlich. Über die Brücke. Die wir repariert haben. Nein, nein, nein. Geh weg von mir, Sau. Ja, ein paar Quests müssen wir noch machen. Ich möchte mal wissen. Ich habe versucht zu leveln, was bis zu einer gewissen Zeit gut ging. Ich habe übrigens, ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Nee, ich habe im Internet, versucht zu leveln, was bis zu einem bestimmten Zeitpunkt funktioniert, aber nicht sehr lange. Hab dabei auch ein paar Monster gefangen, deswegen bin ich mal gespannt, wie weit ich die Quests jetzt schon abschließen kann. Und wir werden noch mal gucken. Ich habe nämlich im Internet ein Video gesehen von einer vermeintlich sehr guten Levelstelle. Und die möchte ich mal gucken, ob ich die finde.
Es tut mir leid, aber hier muss ich euch Lebul sagen. Es ist an der Zeit, dass wir getrennte Wege gehen. Wie? Wovon redest du? Kommst du nicht mit uns zurück nach Schweinfurt? Nein, ich komme nicht mit euch zurück. Ich muss meine eigene Reise antreten. Deine eigene Reise? Heißt das, dass du von zu Hause wegrennst? Hey, pass gut auf dich auf, okay? Hier, nimm das! Vater hat mir dieses Schwert gegeben. Aber du bist der, der es haben sollte. Dies ist ein Schwert, wie es ein Weiser tragen sollte. Ein Weiser, wie du es eines Tages sein wirst. Hey, nicht weinen. Du brauchst keine Angst zu haben. Wenn du mal in Schwierigkeiten geraten solltest, komme ich, um dir zu helfen. Versprochen. Wo auch immer du bist, egal wie weit entfernt, ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Wo auch immer ich bin? Ja, das verspreche ich dir. Aber wenn ich mein Versprechen halten möchte, werde auch ich trainieren müssen. Wie Vater immer sagt, ich muss meinen eigenen Platz im Reich finden. Ich muss herausfinden, worin ich gut bin. Ich werde ihn stolz machen. Ich weigere mich, eine Enttäuschung zu sein. Also gut, aber komm bitte bald wieder. Ich werde auf dich warten. Tu das, Mackeson. Wir werden uns eines Tages wiedersehen. Ganz sicher. Auch dir und deinen Freunden wünsche ich alles Gute, Oliver. Ich hoffe, dass ihr es heil zurück in eure Zeit schafft. Danke, Prinz Gascon. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Hey, ich glaube nicht, dass du mich immer noch Prinz nennen musst. Lebe wohl. Hey, warte! Was ist? Bist du dir auch ganz sicher, Gascon? So habe ich entschieden. Es ist besser, wenn ich Mackeson aus der Ferne beobachte. Wenn ich mir ansehe, wie er zu einem Weisen wird. Wenn ich mich einmal entschieden habe, ist es endgültig. Das ist Gascon-Tradition. Gascon-Tradition? Nun, es klingt, als ob du dich entschieden hättest, dein eigener Herr zu sein. Aber ich weigere mich, Lebewohl zu sagen. Sagen wir einfach, bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis zum nächsten Mal. In der Zukunft. In eurer Zeit. Bis dann. Knister, knister. Pass auf dich auf, Gascon. Mann, der Junge ist wirklich dickköpfig. Komm schon, Oliver, zurück mit uns in unsere eigene Zeit. Klar. Gascon reist nicht länger mit euch. Nein, tut er nicht. Tut er wirklich nicht. WTF? Ich kann mich noch nicht mal bewegen, Mann. Oh, ich sollte Morgenstern vielleicht mal... Alter. Ich werde hier platt gemacht von einer Sau. Alter, los. Na komm. Du Sau. Sehr gut. Ja. Schnurri und Übernicke. Ich werde jetzt mal eben schnell... Der alte Zweig. Ich würde gerne wissen, was da drauf steht, aber bin ich jetzt zu faul. Warum? Dafür, dass er ein legendärer Zauberstab ist, macht er... Na gut, ich sollte eh nicht angreifen mit Oliver. So. Nichts passiert. Okay, ich muss da erst wieder rein. Ach, ich habe den ja noch nicht abgeliefert. Hey, stimmt. Hab ich vergessen. Halt. Ah, das ist wieder etwas nervig, wie ich finde. Jetzt muss ich wieder zum Schloss laufen. Ich hoffe, ich kann im Schloss Zeitsprung machen, wobei da muss ich da auch wieder rauslaufen. Naja. Aber wir können dann gleich mal gucken,
ob wir noch irgendwelche Quests absolvieren können.